스위스 바젤에서 열린 국제 스노우질랜드 협회 학술 대회 장소로 들어가고 있습니다. 참가자들이 스노우질랜드에 관한 설명을 듣고 있습니다. 서울장애인종합복지관 프리젠테이션 모습이며 영어 발표를 한국어로 번역 소개해드립니다. 저는 박재훈입니다. The 오늘 발표 순서는 복지관 소개, 복지관 스노우질랜드과 비디오 시청 순입니다. Ich möchte heute das Snoozen-Center vorstellen und dann Ihnen ein Video zeigen. 한국에는 2016년 현재 218개의 장애인 복지관이 있습니다. In Korea gibt es 218 Rehabilitationszentren für Menschen mit Behinderung. 서울 장애인 종합 복지관은 한국에서 처음 문을 연 장애인 종합 복지관입니다. So, 서울장애인종합복지관은 서울특별시에서 설립하였으며 1982년 12월 17일 개관하였습니다. 영원한 도움의 성모회에서 운영하고 있습니다. 상담, 재활치료, 교육, 직업훈련 등의 종합적인 프로그램을 통해 장애인들의 잠재 능력을 최대한으로 개발합니다. As well as education, training and vocational program. Das Zentrum wurde am 17. September 1982 gegründet von der Regierung und es wird von den Schwestern und unserer Dame für vorausschauendes. Da gibt es einen Namen für. Ich habe es da jetzt noch heißen. Wir heißen so. Ich habe da gab es eine Übersetzung für, aber ist auch egal. Die von den Schwestern. Und das Zentrum ist dafür da, um das Potenzial von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, sie zu behandeln, ihnen Therapie anzubieten, sie zu bilden und auch ist auch ein Trainingszentrum für die Angestellten. 복지관장을 포함해서 총 3명의 소녀가 있습니다. Ja, so die drei Nonnen einschließlich der Chefin des Zentrums. Die 장애인 가족, 자원봉사자, 지역주민 등 2015년 기준 하루 평균 2,124명이 복지관을 이용합니다. 15. So im Jahr 2015 haben durchschnittlich 2124 Menschen mit Behinderungen, ihre Familien, Freiwillige und Bewohner das Zentrum benutzt. 복지관은 125명의 직원이 일합니다. 임상심리사, 사회복지사, 특수교사, 물리치료사, 작업치료사, 언어치료사, 직업훈련교사, 심리운동사 등 다양합니다. 복지관의 모습은 영상으로 보겠습니다. Teacher of vocational rehabilitation and the psychomotoric therapist. So let's watch the short video clip of the SCRs and the Justin Serie. Ja, es gibt 125 Angestellte in verschiedenen Arbeitsbereichen, Experten wie Psychiater, Sozialarbeiter, Lehrer für Leute mit Lernbehinderungen, Physiotherapeuten, Berufstherapeuten, Sprachtherapeuten und Lehrer von Rehabilitationsbildung und Therapeuten für Psychomotorik. Wir wollen jetzt ein Video über das Zentrum sehen. Center invite you. Oh ja, das Zentrum lädt Sie herzlich ein.
서울장애 인종합복지관은 한국에서 처음으로 스누질랜시를 열었으며 스누질랜 발전과 확대를 위해 노력합니다. Ja, wir haben uns vorgenommen, Snuseln, über Snuseln in Südkorea zu informieren. Und es war als erstes unsere Idee, es weiterzuentwickeln und es in Südkorea beliebt zu machen. 서울 수중재 활센터는 1997년 문을 열었으며 1층은 풀장, 3층은 심리운동실, 2층은 작업치료실과 스누질랜실로 이루어졌습니다. Ja, so das Wasserzentrum, das aquatische Zentrum wurde 1997 eröffnet. Dort gibt es im ersten Stock ein Schwimmbad, einen Raum für Psychomotorik und im dritten für OT und Snuseln. Das ist OT, also Occupational Therapy. Und den Snuselraum im zweiten Stock. In 1997, it was Snuseln rooms for the first time in Korea. Ja, 1997 wurde dann der Snuselraum zum ersten Mal in Korea eröffnet. Das war damals von der Schäfer.2010년 스누질랜 재활 전 문효원 교육을 시작하였습니다. 현재까지 16회 교육을 교육과 세 Seit 2010 haben wir viele Snuseln-Fachkräfte ausgebildet. 세미나를 열었으며 2015년까지 참가자는 총 367명입니다. 서울장애인종합복지관은 한국에서 처음으로 스누질랜시를 열었으며 스누질랜 발전과 확대를 위해 노력합니다. 2010 wurden Ausbildungs- und Seminare wurden 16 Mal gehalten bis zum Jahr 2015 und insgesamt haben 367 Leute daran teilgenommen. 2011년에는 그 프로그램 진행이 가능한 스누질랜시를 문을 열었습니다. Im Jahr 2011 wurde der Raum für das Gruppenprogramm eröffnet, das ich auch in einem Video vorstellen werde. 2014년 10월 3일부터 5일까지 동양감각적인 신비로운 세계를 찾아서를 주제로 제12차 국제 스누질랜협회 학술 대회를 개회하였습니다. 6개의 세미나와 13개의 워크숍이 진행되었습니다. Ja, im Jahr 2014, im Oktober, wurde das 12. internationale, der 12. internationale Snuseln-Kongress im Center gehalten. Das Thema war das orientalische Sinneswunderland. Es gab 6 Seminare und 13 Workshops. 학술대회 이후에는 국제스누질랜협회 한국지부를 발족하였습니다. www.isnokorea.or.kr은 국제스누질랜협회 한국지부 웹사이트입니다. 복지관은 공식 유튜브 채널을 운영 중입니다. 한국의 스누질랜 프로그램을 소개하기 위해 영상을 제작하여 유튜브에 올립니다. 스누질랜 프로그램과 교육 영상 31편, 2014년 학술대회 영상 16편을 제작하여 유튜브에 올렸습니다. 여러분은 유튜브 검색창에 코리아 스누질랜을 입력하여 찾을 수 있습니다. You can find it if you search your keywords Korean Snuseln on YouTube. Ja, wir haben einen offiziellen YouTube-Kanal. Dort laden wir Videos runter, um Snuseln weiter in Korea zu verbreiten. Es gibt bisher 31 Videos über das Programm und die Ausbildung. Und 16 Videos sind über den Kongress in 2014. Und man kann es ganz einfach finden, wenn man googelt oder andere sind erhältlich. Korea Snuseln. 복지관은 사회복지사, 임상심리사, 물리치료사, 작업치료사, 수중재활운동사, 특수교사, 직업훈련교사가 스누질랜 프로그램을 진행합니다. 스누질랜 프로그램은 어르신, 아동과 부모, 뇌병변장애인, 발달장애인 등을 위해 진행됩니다. 그럼 서울장애인종합복지관 스누질랜실과 스누질랜 수레차 스누질랜 카트 영상을 시청하시겠습니다. Let's watch the Snuseln rooms and the cart that our center made by using. Okay, so das Programm wird gezeigt für Sozialarbeiter, Berater, Physiotherapeuten, Berufstherapeuten, Wasserrehabilitationstherapeuten,
Lehrer für Menschen mit Lernbehinderung und Lehrer, Berufstherapeuten, Lehrer von Berufsrehabilitation arbeiten in dem Center und das Programm ist für die Ältere, für ältere alte Menschen, für Eltern mit Kindern, Personen mit Gehirn, traumatischen Gehirnverletzungen oder Problemen und mit Entwicklungsproblemen. Wir wollen jetzt ein Video über den Raum und den Park. Yes. First video is Sunujalan Room, second video is Sunujalan Card. Ja, so das erste Video ist über den Raum und das zweite Video ist über den Card. Die haben selbst in Sunujalan gebaut. Fantastisch, den es überhaupt gibt. Und die zeigen Affenzahn, wie er da aufgebaut wird. Yeah. 경청해 주셔서 고맙습니다.